Manchmal zerbricht etwas im Leben. Träume zerplatzen, Pläne zerschlagen sich, ein Virus zerschmettert alle Normalität. Mancher erlebt die augenblickliche Situation wie einen Scherbenhaufen. Ich könnte von Menschen erzählen, die am Leben gerade zerbrechen. Eben noch Normalität und altes Leben, jetzt ist alles kaputt. Und was kaputt ist, das bleibt kaputt. Ich glaube allerdings nicht, dass dieser Satz stimmt. Was hilft? Ich meine, ein Gefühl hilft, eine gewisse Haltung. Und ich umschreibe es so, dieses Gefühl. Aus Scherben kann etwas Neues entstehen. Auch das Zerschlagene kann wieder ganz werden. Für den, der auf dem Scherbenhaufen steht, klingt das natürlich völlig unrealistisch. Aber aus Scherben kann wirklich etwas Neues entstehen. Auch unter den gegenwärtigen Bedingungen stellt sich so etwas wie Normalität ein. Auf einmal ist es selbstverständlich, für die alte Frau nebenan einzukaufen. Und dass die Kinder zu Hause sind, führt zu viel Lagerkoller, ich weiß das, aber auch zu einer neuen Form von Nähe. Es ist nicht alles so wie früher, gewiss nicht, aber auch dieses Leben, was wir im Moment führen, hat eine Intensität. Das macht das Erdbeben, das wir erlebt haben und noch erleben, nicht rückgängig. Aber das schafft trotzdem einen neuen Anfang. Da fängt es an. Aus Trümmern wird wieder etwas Neues. Das Zerbrochene kann neu und anders wieder ganz werden. So wie dieser Teller. Dieser Teller bebildert den Zusammenhang symbolisch. Die Scherben, zu denen dieser Teller zerdeppert war, wurden wieder ganz. Der ehemals kaputte Teller zeigt es, aus Scherben entsteht wieder etwas Neues, das trotz oder wegen seiner sichtbaren Brüche, die man hier noch sieht, wieder schön ist. Denn die Brüche bleiben ja deutlich sichtbar. Zu deutlich sieht man sie. Aber dieser Teller ist doch wieder ganz, ganz anders als zuvor, aber wieder brauchbar. Kintsugi nennt man diese japanische Kunst, zerbrochenes aus Porzellan, zerbrochene Teller mit Klebstoff, der mit Silber- oder Goldpuder versetzt ist, wieder zusammenzufügen. Und so entsteht aus Scherben etwas Neues, das trotz oder wegen der sichtbaren Bruchkanten dennoch schön ist. Hier habe ich mit Silberpuder gearbeitet und hier habe ich es dann ganz bunt gemacht. Man sieht die Kante, man sieht, dieser Teller war kaputt und doch hat er wieder eine ganz eigene Schönheit, obwohl er zerbrochen war. Und ich finde diese Methode vielsagend. Brüche gehören doch zum Leben. Aber trotz wulstiger Narben, die man hier sieht, kann sich das Leben neu fügen und in einem tieferen Sinne wieder ganz werden. Unser Leben jetzt und in Zukunft wird völlig anders sein, als es vorher war. Aber könnte nicht die goldene oder hier die silberne Fuge es veranschaulichen, dass sogar unter den Bedingungen der Zerstörung Neues entstehen kann? Nicht glatt und unproblematisch, eher wulstig wie eine Narbe, aber eben doch schön wie Silber oder wie Gold. Ich finde dieses Bild ermutigend fürs Leben. Auch wir müssen an den Brüchen unseres Lebens nicht zerbrechen. Und Gott ist doch bekannt als einer, der erneuert, als einer, der vor Trümmern nicht kapituliert, sondern mutig mit Menschen zur Tat schreitet. So liegt über den Trümmern eine Stimmung des Neuanfangs. Mit den Bruchstücken kann etwas geschehen. Erneuerung mit dem, was uns zerbrochen ist, wird wieder neu angefangen. Was kaputt ist, kann ganz anders als vorher, aber eben doch wieder neu ganz werden. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott mit unseren Scherben weiterarbeitet. Gott lässt das Zerbrochene nicht liegen. Gottes Liebe verbindet das, was uns kaputt gegangen ist. Seine Liebe verwandelt das Angeschlagene, macht aus Scherben wieder etwas Ganzes. Die Liebe Gottes ist der Kitt unseres zerbrochenen Lebens. Amen.